Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man eine Triple Clutch richtig montiert und auch einstellt. Für diese Arbeit benötigt ihr etwa 40 bis 45 Minuten und braucht dafür folgendes Werkzeug. Diverse Kupplungsabzieher, je nachdem welche Kupplung ihr verbaut habt, ein Gefäß, um das Öl aufzufangen, eine Spritze, um das Öl wieder einzufüllen, ein Messschieber, eine Sägeringzange, diverse kleine Handwerkzeuge, eine Füllerlehre und einen Drehmomentschlüssel. Die Teile, die wir verbauen, sind wie folgt. Wir haben einmal das komplette Set für die Triple Clutch, einen Kupplungsdeckeldichtung, eine Ablassdichtung, ein Anlaufscheibenset für Puch E50, die benötigten Teile für die Motorenentlüftung und das Getriebeöl, welches für die Triple Clutch empfohlen wird. Als erstes lassen wir das alte Öl ab und demontieren den alten Kupplungsdeckel. Nun können wir zusammen mit dem Haltewerkzeug und einer 14er Nuss die Mutter auf der Kurbelwelle lösen, um die Kupplung auszubauen. Nachdem wir die Mutter von der Kupplung gelöst haben, können wir mit dem Buzzetti Kupplungsabzieher die Kupplung vom Konus ziehen. Dafür könnt ihr mit einem Engländer oder einem großen Gabelschlüssel den Abzieher halten und die Zentralschraube anziehen, so dass sich die Kupplung vom Konus löst. Nachdem wir die Kupplung entfernt haben, bauen wir auch den Kupplungskorb und die Distandscheiben aus. Achtet auch darauf, auf der Rückseite ist noch eine Distandscheibe. Diese bleibt oft auf der Verzahnung des Kupplungskorbes kleben. Gerne zeige ich euch kurz die Unterschiede von den zwei Kupplungssystemen. Hier haben wir eine HK Racing Kupplung verbaut. Diese funktioniert zusammen mit der Fliehkraft, welche die drei Arme nach außen drückt und Kraftschluss mit dem Kupplungskorb macht. Auch die Triple Clutch wird über die Fliehkraft angesteuert. Diese hat aber nicht drei Arme, die nach außen Kraftschluss machen, sondern fünf kleine Ausleger oder Gewichte, welche mit den Federn vorgespannt werden und somit einen Druck nach hinten ausüben. Sobald die Drehzahl genug hoch ist und diese Ausrücker nach außen gedrückt werden, schieben sie diese Platte nach innen, welche wiederum auf die drei Beläge, deshalb auch Triple Clutch, drücken und somit Kraftschluss nach außen bewirken. Ihr seht, diese Beläge sind mit einem hauchdünnen Carbonbelag überzogen, welcher für den Grip zuständig ist. Durch den Vorteil, dass es Carbonbeläge sind, müsst ihr die Lamellen nicht vorgängig ins Öl einlegen, denn diese saugen sich nicht auf. Bevor wir nun die Triple Clutch einbauen, werden wir die Ölablassschraube wieder einsetzen, selbstverständlich mit einer neuen Dichtung. Falls ihr die Kupplung das erste Mal montiert, empfehlen wir, den Konus zu leppen, damit dieser sauber auf die Kurbelwelle passt. Dafür hat Luca ein eigenes Video gemacht. Polradaustausch ist genau dasselbe Prinzip. Auch hier passt darauf einleppen. Ich zeige es nun, weil ich diese schon montiert habe, gleich ohne das Leppen. Wir montieren zuerst eine Anlaufscheibe. Darauf achten, dass der Sitz schön mittig ist. Dann die Messingbüchse, diese empfehlen wir zu ölen und auch den Sitz auf der Kurbelwelle. Auch den Lagersitz im Kupplungskorb könnt ihr ein wenig einölen, damit er sauber über die Gleitbüchse gleitet. Anschließend setzen wir einen zweiten Anlaufring ein und den Sägering zur Sicherung. Ich empfehle auch den Sägering zu erneuern. Bei der Montage des Kupplungskorbes wird ein Spiel von 0,1 bis 0,2 mm empfohlen. Dies wird am besten mit einer Blattlehre gemessen, welche wir ein wenig zurechtbiegen und nach hinten einmal einfahren. Die 0,1er Blattlehre passt locker rein. Die 0,2er Blattlehre hat kein Spiel mehr. Somit ist das Spiel richtig eingestellt. Falls das Spiel nicht stimmen sollte, werden im Set die Standscheiben verschiedene Dicken angeboten, mit welcher das Spiel exakt eingestellt werden kann. Nachdem der Kupplungskorb sachgemäß eingebaut wurde, können wir die Kupplung einbauen. Dafür die Nasen der Kupplungsbeläge in die Aussparungen des Kupplungskorbes einfahren. Nun
montieren wir die spezielle Mutter, welche einen Sitz im Lagerdeckel hat und somit noch einmal abgestützt ist. Hier kann bei Bedarf ein wenig Loctite aufgebracht werden. Ich empfehle jedoch, das Ganze trocken und fettfrei zu montieren, da ein späteres Lösen der Mutter so vereinfacht wird. Wie bei jeder anderen Kupplung ist auch hier das Anzugsdrehmoment 40 Newtonmeter. Alternativ zu diesem Werkzeug könnt ihr das Ganze auch mit einer Ölfilterpeitsche, welche wir euch auch verlinkt haben, festhalten. Wenn die Kupplung montiert ist, mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist, kontrolliert noch einmal, dass der Kupplungskorb Spiel hat und dass die Kupplung sich einzeln dreht, wie auch der Kupplungskorb. Wenn das alles gewährleistet ist, setzen wir den Deckel auf. Auch hier verwenden wir selbstverständlich eine neue Dichtung. Achtet bei der Montage des Deckels darauf, dass die Nase auf der Zentralmutter sauber ins Lager einrastet. Das Anzugsdrehmoment der vier Imbusschrauben beträgt ca. 10 bis 12 Newtonmeter. Nachdem wir den Deckel montiert und angezogen haben, werden wir noch das Öl auffüllen. Dafür lösen wir die Einstellschraube auf dem Deckel. Der Hersteller empfiehlt eine Ölmenge von 4,5 bis 5 Deziliter. Wenn der Ölstand stimmt, 4,5 bis 5 Deziliter, könnt ihr die Schraube wieder verschließen. Wie ihr seht, habt ihr bei diesem Deckel keine Möglichkeit, eine Anlasserkupplung zu montieren. Somit ist es zwingend nötig, einen Seilzugstarter zu montieren. Zudem empfehlen wir bei der Kurbel Gehäuseentlüftung einen Schlauchanschluss anzuschließen und einen ca. 80 cm langen Schlauch einmal ganz nach oben zu setzen und wieder herunterzuziehen, um zu verhindern, dass das Getriebeöl den Weg aus dem Motor herausfindet. Wenn ihr nun das erste Mal gefahren seid und ein bisschen eine höhere Einkupplungsdrehzahl erhalten wollt, könnt ihr ganz einfach von außen die Schraube lösen und mit einem 3 mm Imbus durch dieses Loch auf die 5 Einstellschrauben der Kupplung zu gelangen. Eine 1/16 Umdrehung reicht meist schon aus, um die Drehzahl etwa 500 Umdrehungen nach oben zu heben. Seid also vorsichtig und stellt kontinuierlich ein. Wenn ihr alle 5 Schrauben gleichmäßig nach innen oder außen gedreht habt, könnt ihr die Verschlussschraube wieder aufsetzen und seid bereit fürs nächste Rennen. Das war's von diesem Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben und hoffe, ihr schaut euch das nächste Mal wieder zu.